Ich wollte einen, meiner Meinung nach, den perfekten Drink machen für Mann und für Frau. Und bin dann eben auf diese marokkanische Minze gekommen, der so dominant ist, den Wacholder, den Alkohol gegenüber, dass es einfach super erfrischend ist, ohne wieder bitter, süß, alkoholisch oder sauer zu sein. Nach und nach habe ich dann so ein bisschen experimentiert, als ich in Urlaub war in Griechenland, mit Kopf unter Wasser. Ein bisschen überlegt, wie macht man denn den perfekten Gin? Aperol Spritz zum Beispiel, das ist mir zu bitter. Ein Mojito ist ganz oft zu alkoholisch. Und deswegen wollte ich irgendwas machen, was das Perfekte von den drei Drinks hat, ohne wieder bitter, süß oder sauer oder alkohollastig zu sein. Bei Probe 21 war ich dann mehr als zufrieden. Das Produkt ist genauso geworden, wie ich das wollte. Super erfrischend, super mild vom Geschmack her und komplett was anderes, als was sonst auf dem Markt war. Das muss ein Drink sein, was jeder Mensch auch zu Hause machen kann, wenn er in die Flasche investiert hat. Und ich bin ein großer Fan von den klassischen Gin Tonic. Ich benutze immer einen neutralen Tonic, wie ein Thomas Henry zum Beispiel. Ich benutze immer dickes Eis, nicht Crushed Eis, weil das verwässert sehr schnell. Ein Zweig frische Rosmarin. Und die Zeste vom Orange ist fantastisch und ich habe gerade den nächsten Mittelmeerurlaub gespart.